Hallo, Leute! Guck mal, ich wollte mit euch über etwas reden. Kennt ihr das eigentlich? Guck mal, kennt ihr das eigentlich, wenn man von seinen Eltern Ärger bekommt? Naja, ich habe gestern Ärger bekommen, weil eigentlich... Hey, Murphy! Was geht? Hallo, Sisi. Hallo. Hi. Hey, Murphy, freust du dich nicht auf dem Schwimmbad morgen? Es wird so cool. Ich kann es kaum erwarten. Hä? Was ist los? Oh Mann, weißt du was? Ich darf morgen nicht ins Schwimmbad gehen. Ich kann Lola, Jay und dich morgen nicht sehen, weil ich Ärger bekommen habe. Oh nein. Manchmal können meine Eltern so unfair sein. Oh nein, Murphy. Aber was hast du denn gemacht? Also, meine Mutter hatte Kekse gebacken. Oh ja, ich sehe schon, wo diese Geschichte hinführt. Ja, also dann lagen die Kekse einfach so in der Küche herum. Und meine Mutter sagte, Murphy, ich weiß, wie gut diese Kekse aussehen, aber du darfst erst eins nach dem Mittagessen haben, okay? Lass mich haken. Du hast dir eins trotzdem genommen, oder? Sisi, wie kannst du sowas sagen? Murphy? Okay, ja. Ich habe eine genommen. Ich konnte nicht widerstehen. Sie sahen so lecker aus, Sisi. Aber was ist danach passiert? Danach dachte ich, dass meine Mutter es nie herausfinden würde. Aber ich hatte vergessen, die Krümel von meinem Gesicht zu wischen. Und sie wusste sofort, dass ich den Keks gegessen hatte. Verstehe. Und deshalb darfst du morgen nicht mit? Genau. Es ist so unfair, Sisi. Meine Eltern wussten ja, wie sehr ich mit euch schwimmen gehen wollte. Also, ich verstehe, warum du sauer bist, Murphy. Aber unschuldig bist du nicht. Was? Ich bin nicht unschuldig? Mm-mm. Was meinst du, Sisi? Murphy, es steht ja in Epheser, dass man den Eltern gehorsam sein soll. Und da Gott uns das gesagt hat, sind wir dadurch auch Gott gehorsam. Ach so, heißt das, dass ich, als ich die Kekse nahm und meinen Eltern nicht gehorchte, auch Gott nicht gehorchte? Genau. Es bedeutet, dass wir auch Gott nicht gehorchen, wenn wir unseren Eltern nicht gehorchen. Oh Mann, oh nein. Aber weißt du was, Murphy? Was denn? In der Bibel steht es auch, dass man Gott um Verzeihung für seine Sünden bitten soll. Stimmt, wir können Gott um Verzeihung bitten. Du hast recht, Sisi. Ja, ich weiß. Okay, dann möchtest du mit mir beten? Ja, klar, Murphy. Okay. Lieber Gott, es tut mir leid, dass ich auf dich nicht gehört habe und auch nicht auf meine Eltern. Bitte helfe mir zu lernen, auf meine Eltern zu hören, damit ich immer schwimmen gehen kann. Ich bitte dich auch, dass es noch Kekse übrig geben wird. Amen. Oh ja, Amen. Hey, hey Murphy, ja? Glaubst du, ich kann auch einen Keks haben? Ich glaube schon, Sisi, du musst nur fragen. Gute Idee. Tschüss. Warte, komm zurück. Ess bitte nicht alle auf. Okay, Leute, ich muss los. Tschüss, Kekse.